gehen. Also ja, wir sind Schlagzeilen. Ja, also wir sind Schlagzeilen. Aber ich bin Rathbolk. Aber ich bin Kobito. M-I-S-T-E-R-M-O. Mr. Mo. Ich bin Kai Kani. Wenn ich gefragt werden würde, was für mich Antifaschismus ist, dann würde ich sagen, zum Beispiel eine Gegenkultur etablieren. Also eine Gegenkultur gegen den existierenden Mainstream, der sozusagen einfach viele ausgrenzende Mechanismen hat. Eine Gegenkultur aufbauen, die irgendwie Leute anspricht und Leute umarmt, wie man so sagt, sozusagen, die ansonsten vielleicht rausfliegen und nicht mitmachen können. Das finde ich wichtig. Also ein Aspekt davon, das ist halt ein Riesenwort. Also wir hören alle auch Hip-Hop und sind aber alle auch abgestoßen von bestimmten Sachen, wie jetzt irgendwie, um es klar zu nennen, halt Sexismus im deutschen Hip-Hop, nicht nur im deutschen Hip-Hop, Homophobie, es gibt ja sogar Nationalismus im Hip-Hop. Und ich glaube, dass an der Stelle, dass wir die Musik machen, die wir machen, hängt damit zusammen, dass wir Lust haben, was anderes zu etablieren und was anderes zu hören, dass es das aber in der Regel nicht gibt. Am Anfang wurde uns da auf jeden Fall schon ein bisschen, naja, die Leute kamen halt natürlich schon hauptsächlich aus der Punker-Ecke und aus der etablierten linken Szene, aus der Musikkultur. Und okay, wie, ihr wollt jetzt so Hip-Hop in der Köpi machen so? Okay, ja, macht mal, aber dann eher nachmittags und vielleicht nicht so lange und als erstes so. Ich glaube, dass wir nach wie vor wahrgenommen werden als einfach so die Zecken-Rapper oder irgendwie so was eher Punkiges, was eher so. Und wir finden jetzt nicht statt bei so normalen Hip-Hop-Jams und wir werden auch nicht bei normalen Hip-Hop-Jams gespielt oder eingeladen oder angesprochen oder irgendwas. So. Das ist schon sehr wenig immer noch, aber ist okay. Ich glaube, so ein richtiges Hip-Hop-Konzert ist leider dann schon manchmal ziemlich krasse Klischee-Scheiße und die Leute betreten den Raum, ziehen sich ihre schönsten Sachen an, tackern sich die Füße an dem Punkt, wo sie den Raum betreten haben, auf den Boden und dann darf man den Arm heben und alles andere ist so ein bisschen uncool. Und wenn man bei so Zecken-Gigs ist, dann ist es einfach anders, weil zum Beispiel jetzt heute Abend, ich erwarte mal da, dass es ganz cool wird, weil es halt ein Publikum ist, was vielleicht auch mal auf einem Punk-Konzert ist oder was irgendwie, einfach Leute, die sich gewohnt sind, mehr zu bewegen und mehr Feedback zu geben, und Hip-Hop ist schon auch immer sehr cool. Also, und manchmal ist cool auch gleich kühl. Du merkst natürlich, wenn irgendwie Leute da sind, weil irgendwie das jetzt ein antifaschistisches Festival ist in zum Beispiel Rostock und zum ersten Mal da stattfindet, oder es ist halt eine Soli-Party wegen einer Repressionswelle, die in einer bestimmten Gegend gerade passiert, dass die Leute dann halt irgendwie natürlich ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl haben und dass diese Idee von solidarisch feiern eher in eine Praxis umgesetzt werden kann. Und was natürlich dann toll funktioniert irgendwie und auch ein interessantes Gefühl ist als Band, weil wenn du das halt locker siehst, dadurch natürlich auch eine gewisse Hierarchie verschwimmt, die sonst halt leicht entsteht zwischen Bühne und Publikum. Nicht, dass sie verschwindet, aber die halt ein bisschen dadurch verschwimmt, dass es halt eine Idee gibt zumindest, wie das jetzt immer konkret umgesetzt wird und wie gut das funktioniert, ist eine andere Sache, aber eine Idee zum Beispiel zumindest gibt von solidarisch zusammen feiern. Von daher auf jeden Fall macht es einen Unterschied, irgendwie auf einer Soli-Party aufzutreten.